Mitten im tiefen Märchenwald stand seit langer Zeit schon ein altes Steinhaus, vor dem sich alle Bewohner des Waldes hüteten. Denn darin lebten und hausten mehr als 20 Räuber. Niemand näherte sich dem Haus, vor allem nicht, wenn es dunkel wurde. Alle Lebewesen des Märchenwaldes hatten fürchterliche Angst vor diesen ungehobelten Halunken. Doch eines Tages bekam es das Räuberpack selbst mit der Angst zu tun. Als sie nach einem ausgiebigen Abendessen ein Schläfchen hielten, wurden sie plötzlich heimgesucht von einem scheußlichen Ungeheuer. Es platzte durch die Hintertür herein und die Räuber bekamen alle einen so riesigen Schreck, dass sie nacheinander aus ihren Betten purzelten. Schreiend liefen sie kreuz und quer, hin und her, bis auch der letzte von ihnen das Haus mit einem Sprung durch das offene Küchenfenster verlassen hatte. Sie flüchteten hinter die Bäume und versteckten sich unter den großen Baumwurzeln, die weit über den Boden herausragten. Was die Bande aber nicht wusste, das Ungeheuer war gar kein Ungeheuer, sondern die Bremer Stadtmusikanten, der Esel, der Hund, der Kater und der Hahn. Diese stellten sich so übereinander auf, dass sie in der Dämmerung aussahen wie ein achtäugiges Monster. Und dann überfielen sie die Räuber, denn sie hatten sich das alte Haus ausgesucht, um darin zu wohnen. Die Stunden vergingen und es wurde Nacht. Nichts schien sich im Haus zu bewegen und hinter den Fenstern war alles absolut dunkel. Ein dürrer Räuber mit garstiger Stimme machte endlich einen Vorschlag. Hört mal zu, Jungs! Jemand muss zurück ins Haus gehen, um zu schauen, ob das Ungeheuer immer noch drinnen ist. Doch niemand traute sich. Und somit losten sie aus, wer gehen sollte. Der Verlierer war ein dicker und runder, sehr schwerer Räuber mit kräftigem Bauchumfang, der durch sein Gewicht träge wirkte, was er aber durchaus nicht war. Er hatte riesige Füße und hässliche Schuhe, die bereits Löcher hatten, so dass auf beiden Seiten die großen Zähne lustig herausschauten. Sein graues Haar lichtete sich bereits und er hatte einen langen, zerzausten roten Bart im Gesicht, der ihn etwas trottelig aussehen ließ. Über dem Bart wucherte eine pralle Knollnase hervor. Außerdem trug der Räuber einen dreckigen, zerfetzten Mantel, der ganz schön stank, denn er hatte ihn schon lange nicht mehr gewaschen. Normalerweise hatte er auch immer eine Pistole bei sich, unten am Gürtel. Aber diese hatte er in all der Aufregung im Haus liegen lassen. Mit dröhnender, rauchiger Stimme willigte der Dicke zitternd ein. Was? Ich soll da hinein? Oh je, hoffentlich ist das Monster nicht mehr im Haus. Nun gut, ihr bleibt hier und ich gebe euch ein Zeichen, wenn die Luft rein ist. Ich schleiche mich ganz vorsichtig durch die Büsche. Ich versuche jetzt mal die Tür zu öffnen. Potz, Blitz und Donnerwetter. Hoffentlich hat das keiner gehört. Es ist so dunkel. Mir ist ganz schön mulmig zumute. Aber ich glaube, es ist niemand mehr hier. Es wäre wohl am besten für mich, wenn ich mir hier irgendwo ein Licht anmachen könnte. Der Räuber entdeckte zwei glühende Kohlen und hielt einen trockenen Holzspann daran, um sich ein Feuer anzuzünden. Doch Schreck las nach, es waren gar keine Kohlen, sondern die beiden Augen des Katers, die in der Dunkelheit funkelten. Dieser sprang auf und zerkratzte dem dicken Räuber das Gesicht. Au!
Aua! Aua! Vor lauter Schmerzen taumelte er zurück und stolperte über die eiserne Ofenbank, worauf der Hund schlief. Der wachte auf und biss dem Räuber ins Bein. Aua! Aua! In der Dunkelheit versuchte er nach irgendetwas zu greifen, um sich damit zu wehren. Verflucht! Hier muss doch irgendwas rumliegen, mit dem ich diesen Vieh eins überziehen kann! Er griff nach links, griff nach rechts, nach oben und nach unten, bis er etwas in der Hand hielt. Seine alte Gitarre. Damit schlug er nach dem Ungeheuer. Hier! Die hau ich dir aufs Kreuz, sag ich dir! Doch er traf nur ins Leere, denn er konnte ja nichts sehen. Dann biss der Hund ein zweites Mal zu. Entsetzt ergriff der Dicke die Flucht hinaus in die Nacht und stürzte dabei im Räuberhof über den Esel. Aus dem Schlaf aufgeschreckt, sprang dieser auf und trat ihm mit den Hufen so doll in den Hintern, dass der Räuber im hohen Bogen auf den Misthaufen plumpste. Dort aber saß der Hahn, der ihm sofort auf den Kopf flog und mit seinem spitzen Schnabel wie wild darauf herumhackte. Aua! Aua! Brüllend flüchtete der Dicke endgültig in den tiefen, dichten Märchenwald. Geh bloß weg hier aus diesem Haus! Hilfe! Das Einzige, was der Räuber retten konnte, war seine Gitarre, die er noch immer in der Hand hielt. Er ließ sich nie wieder, auch nur in der Nähe des alten Steinhauses, blicken. Alle anderen Räuber hatten, nachdem sie den lauten Krach und das Geschrei im Hause hörten, vor Angst und Schrecken längst die Flucht ergriffen. Sie verstreuten sich in sämtliche Richtungen hinein in den Wald, um irgendwo Schutz zu suchen, und wurden nie wieder gesehen. Unser Räuber aber, welcher gerade noch im Räuberhaus nach dem angeblichen Ungeheuer suchen sollte, rannte und rannte die ganze Nacht hindurch, bis die Sonne wieder aufging. Luft! Auf seiner Flucht vor dem Bremer Stadtmusikanten bemerkte er gar nicht, dass er neben sich eine kleine Begleiterin hatte, die ebenfalls vor irgendetwas wegzulaufen schien. Es war ein graues Mäuschen mit einem spitzen Schnäuzchen, mit riesengroßen Ohren, im Märchenwald geboren. Weil sie so kurze Beinchen hatte, konnte sie kaum mit dem Dicken mithalten, obwohl der auch nicht gerade schnell rennen konnte. Die Maus wohnte in dem Misthaufen, auf den der Räuber durch den Tritt des Esels geflogen war. Sie war so erschrocken von der Erschütterung, die er damit verursachte, dass sie sofort wegrannte. Und weil sie den Dicken ja direkt vor sich laufen sah, heftete sie sich einfach an seine Fersen. Als der Räuber, immer noch nach Luft schnappend, das kleine Ding bemerkte, blieb er endlich stehen. Und beide staunten nicht schlecht. Wer bist denn du? Und wie heißt denn du? Und warum rennst du so schnell durch den Wald? Ich bin ein Räuber. Und das bin ich, weil ich im Märchenwald alles wegräubere, was mir vorher nicht gehört hat. Ja, und deshalb nennt mich jeder hier den Räuber. Als die Maus das hörte, hielt sie sich ihren kleinen Bauch vor Lachen. Räuber? Das ist doch kein Name. Das ist doch ein Beruf. Da muss ich erst mal überlegen. Einen anderen Namen als Räuber kenne ich nicht. Wie soll ich denn sonst wohl heißen? Sie kratzte sich hinter dem einen Ohr, dann hinter dem anderen, wobei sie einen Augenblick lang überlegte. Ich weiß! Als Räuber musst du ja ein ziemlicher Rowdy sein. Immer frech, immer vorlaut und besser wissen als alle anderen. Deshalb nenne ich dich... Der Räuber spitzte seine Lauscher und blickte sie fragend an. Rowdy! Rowdy? Was war denn das für ein Name? Ja, und wenn ich dich so nenne, rufen dich auch bald alle anderen so. Und deswegen hieß ab sofort... Und sie holte nochmal tief Luft, um dann lauthals auszurufen. Räuber Rowdy!
Jawohl, Räuber Raudibald. Was? Räuber Raudibald? Ja, das ist aber ein schöner Name. So möchte ich ab heute heißen. Und wer bist du? Alle meine Freunde nennen mir Marlene. Willst du auch mein Freund sein? Ja, das will ich. Und von diesem Augenblick an wurden der Räuber Raudibald und die Maus Marlene die allerbesten Freunde. Die Zeit verging und die beiden Reisenden liefen querfeldein über Stock und Stein einfach ihrer Nase nach, wo auch immer der Weg sie hinführen sollte. Noch stand die Sonne ganz hoch am Himmel, doch der Abend rückte bereits näher. Endlich habe ich auch einen großen, starken Freund, der für mich da ist und mich beschützt in diesem dunklen und tiefen Märchenwald. Da kannst du dich drauf verlassen. Sag mal, Marlinchen, weißt du eigentlich, wo wir hier sind? Ich kenne die Gegend überhaupt nicht. Nein, der Wald ist ja riesengroß. Und so weit drinnen bin ich auch noch nie vorher gewesen. Aber das ist doch voll aufregend, oder? Ja, das schon. Aber ich habe Heimweh. Ich vermisse das Haus. Ja, ich vermisse auch meinen Misthaufen. Aber Herr Raudibald, du hast doch jetzt mich. Wir finden schon ein neues Zuhause. Mach dir da mal keine Sorgen. Kann ich da mal was fragen? Natürlich. Was denn? Na, als richtiger Räuber, da musst du doch irgendwas räubern. Denn sonst bist du doch ja kein richtiger Räuber mehr. Was räuberst denn so? Jetzt hatte sie seinen wunden Punkt getroffen. Denn Raudibald hatte im Gegensatz zu anderen Räubern noch nie jemandem wirklich was weggenommen. Immer, wenn er es versuchte, taten ihm die Betroffenen so leid, dass er es nicht übers Herz brachte, ihnen ihr Hab und Gut zu nehmen. Natürlich verriet er es sonst niemandem. Es sollte ja keiner wissen. Eigentlich war der Dicke sogar ein anständiger und netter Geselle. Deshalb hatte so manch anderer Räuber schon über ihn gelacht. Allerdings war Raudibald deshalb kein schlechter Dieb. Im Gegenteil, er war sehr geschickt mit seinen Fingern. Doch alles, was er jemals stahl, legte er später heimlich wieder an seinen Platz zurück, damit es auch ja niemand vermissen würde. Die beiden Freunde setzten sich ins Gras und dachten lange darüber nach, was man wohl so Anständiges räubern könnte. Es durfte nichts Gemeines sein. Auch nichts, was jemandem wehtun oder fehlen würde. Aber es könnte doch etwas mit... Ja genau, Raudibald hatte einen Einfall. Es soll etwas mit Kindern zu tun haben. Ich liebe Kinder. Und mit Musik. Denn ich habe ja hier noch meine alte Gitarre. Die klingt gar nicht mal so schlecht. Und ganz gut spielen. Das kann ich auch. Ja, und weiter? Na, ich könnte mir doch überall dort, wo wir vorbeikommen, die Kinderlieder räubern. Ich merke sie mir. Und wenn wir dann woanders vorbeiziehen, wo es auch Kinder gibt, singe ich sie ihnen einfach vor und dann mit ihnen zusammen. Da freuen sie sich bestimmt so richtig und haben auch gar keine Angst mehr vor mir. Die Idee gefiel Raudibald immer besser. Ja, und dann, wenn die Kinder mir dafür ihre Lieder vorsingen, dann räubere ich sie mir einfach wieder. Ja, das ist eine Idee. Ich räubere mir ihre Lieder. Das ist toll. Gute Einfall, mein Dickerchen. Da will ich mitmachen. Jetzt bist du ein wirklich echter Räuber. Ein Liederräuber. Die beiden Freunde standen auf und setzten ihren Weg fort. Irgendwo in der Nähe musste es doch Kinder geben. Und die galt es jetzt zu finden. Da fällt mir auch ein, dass ich schon ein Lied singen kann. Ich habe es zwar nicht geräubert, aber dafür selbst geschrieben. Willst du es hören, Marlene? Ja, sehr gern, Raudibald. Na, dann pass mal schön auf. Ich bin der Räuber Raudibald und komme
aus dem Märchenwald. Für alle Kinder, groß und klein, will ich ein Mensch, lieber Räuber sein. Ich bin der Räuber Raudiwald. Und bin ich auch schon ziemlich alt. Oh, auf Feier! Und plötzlich war es still im Märchenwald. Was war das denn? Nun, der Gleis umgezogen. Ein richtiger Sturm. Wir müssen uns unbedingt in Sicherheit bringen. Ja, die ganzen Bäume fallen ja gleich um. Und die Felsen da hinten, die bewegen sich auch und rutschen gleich runter. Wir müssen uns unbedingt runterstellen. Ja, wir müssen Schutz suchen. Kick mal, Raudiwald, was ist denn da? Das sieht aus wie eine Höhle. Ja, da müssen wir schnell hinein. Los, wir laufen hin. Schnell, Marlene, schnell. Und so rannten sie schon wieder. Fast an der Höhle angekommen, bemerkte Raudiwald etwas, was ihn beinahe kehrt machen ließ. Wo ist denn meine Gitarre? Die hast du bestimmt verloren. Aber du kannst jetzt nicht mehr umdrehen. Das ist viel zu gefährlich. Die beiden kamen völlig durchnässt am Eingang der Höhle an und kletterten durch die Öffnung hinein. Drinnen war es ziemlich dunkel und kalt, aber wenigstens trocken. Ei, hier ist es aber schön trocken. Bei dem Unwetter da draußen kann man sich ja einen richtigen Schnupfen holen. Hier machen wir es uns so richtig gemütlich. Ja, obwohl es hier ein bisschen muffig stinkt, wie in eurer Käse. Das ist ja eklig. Hast du mal eine Nasenklammer? Das stinkt ja hier. Der Räuber lächelte amüsiert. Aber wir werden uns trotzdem wohlfühlen. Ruhen wir uns so lange aus, bis das Unwetter vorbei ist. Ja. Ja, das machen wir. Rapschi! Rapschi! Herr Räuber, du erkältest dich ja. Wir müssen unbedingt ein Feuer machen, da du nicht krank wirst. Und sie fanden zwischen den ganzen Steinen und dem Geröll auch genügend trockenes Holz für ein Lagerfeuer. Daran wollten sie sich wärmen, denn ihre Sachen waren ja ganz nass. Doch womit sollten sie das Feuer anzünden? Räuber Raudiwald fand in seiner Jackentasche noch eine alte Streichholzschachtel. Als er sie öffnete, lagen darin nur noch 3 Streichhölzer. Und die? Waren die etwa nass geworden? Ei, schau mal her hier. Du hältst mir jetzt ein wenig trockenes Holz heran und ich versuche, mit den 3 Streichhölzern für uns ein richtiges Feuer anzuzünden. Oh ja. Ich hab hier ein bisschen Holz, das brennt bestimmt richtig gut. Und der Räuber versuchte, das erste Streichholz anzuzünden. Oh, ich glaube, das geht gar nicht mit dem hier. Und schon war es unnütz verbraucht. Ja, das war wohl nichts. Dieses Streichholz muss wohl nass gewesen sein. Komm, wir versuchen es noch einmal mit dem zweiten. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir ganz vorsichtig eine Flamme ankriegen. Vorsichtig, Räuber! Vorsichtig! Und schwupps war das zweite Streichholz auch verbraucht. Jetzt hatten sie nur noch ein einziges. Dieses Mal musste es aber funktionieren. Ansonsten würden sich die beiden in ihren nassen Sachen noch wirklich erkälten. Hey! Es zündet auch diesmal nicht! Da werde ich ja noch krank. Und wenn ich heiser bin, kann ich mein Lied nicht mehr singen. Mir ist auch ganz kalt, Räuber. Ganz kalt.
Währenddessen sie weiter versuchten, ein Feuer zu machen, merkten sie gar nicht, was um sie herum geschah. Das, was sie für eine Höhle hielten, war in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Etwas Furchterregendes. Ihr Zufluchtsort vor dem Regen war eine viel größere Gefahr als der stärkste Sturm dort draußen. Denn der Räuber und die Maus befanden sich mitten im Maul eines hungrigen Steinfressers. Sein Umfang war gigantisch. Er war über 300 Fuß hoch und ebenso lang. Sein Appetit war unersättlich, obwohl er vor kurzem erst seine Lieblingsmahlzeit, Steine und Geröll, in Massen verspeist hatte. Um dort wieder herauszukommen, war es fast schon zu spät. Denn unsere Freunde waren bereits viel zu tief in den Schlund dieses gefräßigen Riesens vorgedrungen. Den Ausgang konnten sie kaum noch sehen. Alle 13 Stunden schloss der Steinfresser sein großes Maul, die Öffnung, durch die unsere Freunde hereingeklettert waren. Dann, wenn sein Hunger am größten wurde, zermalmte der Koloss alle Steine in seinem Inneren zu feinem Sand. So konnte er sie besser verzehren. Doch ab und an kam es vor, dass sich nicht nur Steine in seinem Maul befanden, sondern auch Lebewesen aus dem Märchenwald, die Höhle als Unterschlupf benutzten. So verschwanden oft Tiere, Zwerge, Elfen, Zauberer und Hexen, ja sogar Kinder auf Nimmerwiedersehen im schwarzen Rachen des lebendigen Berges. Auch dieses Mal hatte er die Eindringlinge schon bemerkt. Doch Raudibald und Marlene waren erst 2 Stunden in der Höhle und ahnten noch nichts von der Gefahr, die auf sie zukommen sollte. Im Moment beschäftigten sie ganz andere Dinge, denn noch immer versuchten sie, das dritte Streichholz anzuzünden. Aber der Magen des Steinfressers begann bereits zu knurren. Hast du das gehört, Herr Räuber? Was war denn das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt nichts weiter. Vielleicht nur das Gewitter da draußen, das hier drinnen von den Wänden schallt. Ei, schau mal, es brennt. Es knistert richtig das Feuer und es lodert auch hell auf. Na, bei meinem langen Mauseschwanz, da haben wir aber noch mal so richtig Glück gehabt. Jetzt können wir uns endlich am warmen Feuer hinlegen, ausruhen und uns so richtig ausschlafen. Ach, ist das schön. Dann kann ich mir ja auch gleich meine Sachen ausziehen. Die sind so nass und die hängen wir dann ganz in der Nähe des Feuers auf zum Trocknen. Und wir beide, wir legen uns dann hin zum Schlafen und wir schlafen dann ganz, ganz fest. Ja, das wollen wir machen. Ich leg mich jetzt auch hin, Räuber, und schlaf schon fast ein. Gute Nacht, Räuber. Gute Nacht, kleine Maus, Marlene. Gute Nacht. Und so schliefen sie ein, tief und fest. Ganze 11 Stunden lang. Während sie schliefen, bekamen sie nicht mit, wie das Maul des Steinfressers immer kleiner und kleiner und kleiner wurde. Sie spürten auch nicht, wie die Decke langsam tiefer und die Wände enger an sie heranrückten. Der Eingang wurde schon so schmal, dass kaum noch ein Lichtstrahl hineinfiel. Ihr Feuer war längst erloschen, als plötzlich das Brummeln wieder einsetzte. Doch dieses Mal war es so laut, dass beide aus dem Schlaf aufschreckten. Was ist denn das? Aua, jetzt habe ich mir auch noch meinen Kopf gestoßen. Was ist denn hier los? Es ist so dunkel, ich kann gar nichts mehr sehen. Wo sind denn meine Sachen? Und die Felsendecke? Warum ist denn die auf einmal so niedrig? Wo
Wo ist denn bloß der Ausgang? Raus hier! Los, raus! Ich will es nicht! Das Feuer, das ist ja auch aus! Nun, die Höhle, die war vorhin viel, viel größer. Was ist denn hier nur passiert? Irgendwas Unheimliches geht hier vor. Im letzten Augenblick schafften es Raudibald und Marlene, aus dem Maul des Steinfressers zu entkommen. Geschafft! Wir haben es geschafft! Ja, schau mal, der Ausgang, der hat sich geschlossen. Unglaublich, wir sind draußen. Wir sind wieder frei. Frei! Ja, yippie, yeah! Draußen! Yippie! Nachdem sie dieser schrecklichen Gefahr entflohen waren, ruhten sie sich beide einen Augenblick lang aus. Oh, war das aber aufregend, Marlenchen! Ja, ganz, ganz aufregend war das. Ganz dolle aufregend, ganz, ganz doll. Und die Sonne, die scheint auch wieder so hell und so schön. Komm, wir gehen durch den Märchenwald und suchen die Kinder. Oh, guck mal da, da hinten in deinem Baum, da lichtet eine Gitarre. Ob die wohl noch heil geblieben ist? Ja, das ist sie. Raudibald zog das Instrument unter dem Baum hervor. Schau mal, und sie ist noch ganz. Oh. Das ist ja richtig toll. Der Dicke schnallte sich die Gitarre um und setzte die kleine Maus auf seine rechte Schulter. Und mit dem Räuberlied auf den Lippen zogen die beiden in den helllichten Tag hinein, einem neuen Abenteuer entgegen. Ich bin der Räuber Raudibald und komme aus dem Märchenwald. Für alle Kinder, groß und klein, will ich ein lieber Räuber sein. Ich bin der Räuber Raudibald und bin ich auch schon ziemlich alt. So fallen mir doch Lieder ein und alle rufen groß und klein. Ah. Und auch Marlene sang mit. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Komm endlich aus dem Märchenwald. Und sogar der Steinfresser und deinen Märchenwald. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Hallo Räuber Raudibald, hallo, hallo. Komm endlich aus dem Märchenwald. Die draußen warten jung und hoch. Ich bin der Räuber Raudibald und komme aus dem Märchenwald. Für alle Kinder, groß und klein, will ich ein lieber Räuber sein. Ich bin der Räuber Raudibald. Bin ich auch schon ziemlich alt, so fallen mir doch Lieder ein
und alle rufen groß und klein. Hallo Räuber Rowdy meint Hallo. Hallo. Hallo Räuber Rowdy meint Hallo. Hallo. Hallo Räuber Rowdy meint Hallo. Hallo. Komm doch aus dem Märchenwald, erzähl uns deine Märchen bald. Hallo Räuber Rowdy meint Hallo. Die beiden in den helllichten Tag hinein einem neuen Abenteuer entgegen. Ich bin der Räuber Rowdy Bald und komme aus dem Märchenwald. Für alle Kinder, groß und klein, will ich ein lieber Räuber sein. Ich bin der Räuber Rowdy Bald und bin ich auch schon ziemlich alt. So fallen mir doch Lieder ein und alle rufen groß und klein. Ah. Und auch Marlene sang mit. Hallo Räuber Rowdy Bald, hallo. Hallo, hallo Räuber Rowdy Bald, hallo, hallo. Hallo Räuber Rowdy Bald, hallo, hallo. Komm endlich aus dem Märchenwald. Und sogar der Steinfresser und deinen Märchenwald. Hallo Räuber Rowdy Bald, hallo, hallo. Hallo Räuber Rowdy Bald, hallo, hallo. Hallo Räuber Rowdy Bald, hallo. Hallo, komm endlich aus dem Märchenwald, die draußen warten jung und alt.